und herzlich willkommen zur News-Sendung der Office 365 Akademie im Juli. Toll, dass Sie dabei sind. Wir nutzen dieses Mal Teams, um die News-Sendung abzubilden, nachdem letztes Mal wir bei Skype etwas Probleme hatten, stellen wir jetzt auch um, sodass wir künftig dann immer Teams dafür verwenden möchten. Gehen wir gleich rein, was sich alles getan hat. Ein paar allgemeine Infos im Managementbereich rund um Office 365. Was sich alles auf dem Markt tut, und zwar, wo die Deutschland-Cloud schwächelt. Da gab es einen ganz interessanten Artikel von LANline im Internet. Ich habe unten links den Link entsprechend angefügt. Und zwar, da sieht man mal eine ganz gute Gegenüberstellung von der normalen Cloud, also von der EU-Cloud von Microsoft, zur Deutschland-Cloud, was jetzt die mir wirklich bietet, also sprich das Modell von der Telekom, und wo es denn überall fehlt. Also ein ganz empfehlenswerter Artikel, wenn sich jemand für das Thema Deutschland-Cloud interessiert. Dann haben wir bei Computerwelt gelesen, einem österreichischen Portal von der IDG, dass künftig wahrscheinlich eine Inkompatibilität da sein wird von Office zu Office 365. Also sprich, wenn ich mir das Office tatsächlich aus dem Paket vom Mediamarkt oder so kaufe, dann kann es wohl sein, dass das nur eine Zeit lang mit Office 365 zusammenarbeiten kann und dann relativ schnell abgeschaltet wird. Betrifft uns per Stand heute noch nicht. Heute sind die Office-Versionen 2016, wo ich im Laden kaufen kann, genauso kompatibel mit meinem Office 365, also ohne Probleme. Aber künftig könnte sich das wohl ändern. Eine erfreuliche Nachricht haben wir gelesen im Benachrichtigungscenter von Office 365 zum Thema Stream. Und zwar in Stream gibt es die Möglichkeit, Videos zu transkribieren und Personen zuzuordnen. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Da gibt es die Funktion, wenn ich ein Video in Stream hochlade, also der Videoplattform von Office 365, dann läuft im Hintergrund ein Dienst los, der dann versucht, das gesprochene Wort zu erkennen und mir einen Text dazu auszuwerfen. Und wenn jetzt mehrere Personen im Video auftauchen, dann zeigt er mir die einzelnen Personen dann auch an und wann wer was gesagt hat. Also ganz tolle Funktion, aber gab es bisher nur im Streamplan 2, also sprich, den musste ich extra noch dazu nehmen. Und jetzt ist es so, dass diese Funktionalität in den Plan 1 wohl mit reinkommt, so wie es angekündigt wurde. Hier bei der Tech-Community habe ich das rauskopiert und dass wir dafür keine zusätzliche Lizenz mehr brauchen. Also von dem her ganz interessant. Die Transkription funktioniert im Moment aber erst auf Englisch und Spanisch. Also das noch beachten bei dem Ganzen. Ich habe auch mal was hochgeladen und dann hat er versucht, ein Video zum Thema SharePoint, und das habe ich dann versucht, auf Englisch entsprechend zu erkennen, was ich denn da in meinem Deutsch-Schwäbisch gesagt habe. Dann noch eine Nachricht zum Schluss von den Management-Infos. Gartner platziert OneDrive unter den Top-Plattformen, berichtet SharePoint 360, der Wolfgang Miedl. Wer da mal reingucken will, unten links dann auch entsprechend den Link. Gut, dann schauen wir gleich in den Admin-Bereich, was sich da getan hat. Und zwar Dr. Windows hat eine Neuerung gesehen, und zwar bei der Installation von Windows hat er festgestellt, dass man da wohl künftig direkt Office 365 einrichten kann und ein Konto einrichten kann. Waren relativ rudimentäre Infos noch. Mal schauen, was da künftig kommt, aber wäre natürlich schön, wenn man da direkt sein Nutzerkonto anlegen kann und das direkt während dem Setup einrichten kann. Außerdem ging durch die Presse eine Meldung, eine geheime API kann Mailaktivität der Nutzer überwachen. Wenn man sich dann genauer angeguckt hat,
dann ist es doch wieder nicht ganz so dramatisch, wie man zuerst mal meinen könnte. Und zwar, da dabei wird gelockt, die Nachrichteneingänge, wenn jemand in der Mailbox sucht, wenn er, ja, wie er sich halt mit seiner Mailbox verhält, und das bis zu 6 Monate wohl. Aber Nachrichten und den Inhalt von Nachrichten konnte man oder kann man darüber nicht auslesen. Gedacht ist diese Funktionalität, um potenzielle Hackerangriffe oder sowas entsprechend zu erkennen und auch abzuwehren. Dafür hat man diese Schnittstelle wohl mal gebaut. Also alles gar nicht so dramatisch, wie es ursprünglich in den Überschriften ausgesehen hat. Schauen wir weiter zu Bookings. Bei Bookings hat es eine Neuerung gegeben, und zwar Bookings nutzen. Bookings können Sie zum Beispiel einen Kalender auf Ihre Website stellen, wo sich Ihre Kunden dann direkt einbuchen können in Ihren Kalender. Und da gibt es jetzt auch Online-Bezahlmöglichkeiten, also sprich, dass direkt der Zahlungsvorgang darüber auch ausgelöst wird und abgewickelt wird. Stand jetzt im Benachrichtigungscenter von Office 365 für die Admins entsprechend mit drin. Also auf jeden Fall mal angucken, wenn ihr Bookings nutzt und da eure Zahlungen direkt abwickeln lassen wollt. Kommen wir zu Delph. Nein, nicht zu Delph, direkt zu Office. Office bekommt ein neues Design. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mitgekriegt. Es gibt auch ein YouTube-Video mittlerweile von Microsoft dazu. Das Menüband wird entschlackt. Wir sehen das hier auf einem Screenshot. Das ist jetzt aus dem YouTube-Video raus ein Screenshot, den ich mir da gezogen habe. Da sehen wir tatsächlich das entschlackte Menüband mit weniger Funktionen. Wenn man jetzt aber entlang dieses neuen Menübands ganz nach rechts guckt, dann gibt es neben der Suche, da gibt es so ein Lupe-Symbol, und da daneben gibt es dann einen kleinen Pfeil nach unten, und ganz rechts außen gibt es auch einen kleinen Pfeil nach unten. Und wenn man den aber anklickt, dann kommt man tatsächlich wieder in die alte Ansicht des Office-Designs wieder rein, also sprich vom alten Menüband auch mit allen Funktionen. Hier sehen wir Word Online, das Ganze soll aber dann auch künftig in den On-Premise-Versionen kommen, also sprich nicht in den On-Premise, sondern an denen, wo ich installiere, also Office 365 Pro Plus, wo ich installieren kann. Wo es allerdings nicht kommen soll, angeblich, ist in Office 2019, wo ich im Paket einfach kaufe. Also sprich, das vom Mediamarkt, die Packung, da ist es dann wohl nicht so, wie aktuell die Nachrichten eben lauten. Wir sehen hier auch ein überarbeitetes Outlook. Da sehen wir jetzt wirklich den Fat Client, also sprich das, was ich installiere auf meinem PC. Und da sehen wir eben auch dieses entschlackte Menüband oben drüber. Was man auch in dem Video sieht, ist ein neuer Coming Soon Bereich. Da hat Microsoft schon mehrmals Anläufe genommen in die Richtung, leider nicht ganz so nachhaltig, wie man sich wünschen würde. Und zwar, wo sie dann über Neuerungen und so informieren. Ich habe es noch bei keiner meiner Office-Versionen gesehen, dass da sich was getan hätte. Ich sehe nur, wenn ich sie starte, dann kriege ich immer so ein Fenster, welche Funktion dann neu ist. Das kriege ich aber auch plus für Word, Excel, PowerPoint und so und nicht für die Web-Applikationen. Vielleicht wird dieser Coming-Soon-Bereich da entsprechend ausgerollt. Wie gesagt, bisher nur im Video zu sehen, diese rechte Hilfeleiste, wo man auf dem Screenshot hier auch sieht. Dann angekündigt eine OneNote-Übersetzerfunktion. Die OneNote-Übersetzerfunktion soll es ermöglichen, dass man live übersetzt, was man in OneNote entsprechend lesen möchte oder eingibt. Microsoft tut da ja sehr viel für die Übersetzungsfunktionen, kürzlich auch in Word, wo das Ganze bearbeitet wird und aktualisiert wird.
Die Übersetzungsqualität ist ja immer noch etwas mäßig, vor allem wenn man auch die Berichte von Microsoft selber anguckt, wo sie automatisch übersetzen lassen, aber jetzt dann auch in OneNote eben mit dabei. Dann haben wir auf iOS eine überarbeitete Sway-App mit einer verbesserten Bedienung und überarbeitete Gestaltungsfunktionen. Wer da was erstellt, kann da mal gucken oder müsste die Aktualisierung in diesen Tagen dann auf sein iOS bekommen. Hyperlinks können nun auch als andere Farbe außer Blau dargestellt werden. Ich wusste nicht, dass es problematisch war in PowerPoint, muss ich ehrlich gestehen. Auf jeden Fall wurde es als neue Funktion jetzt angekündigt, dass man jetzt auch andere Farben da wählen kann. Also ich weiß es zumindest aus Word, dass das da schon problemlos ging, aber anscheinend in PowerPoint nicht, aber wird jetzt eben auch ausgerollt. Kommen wir zu OneDrive, dem Cloud-Speicher. Da gibt es eine ganz interessante Neuerung, und zwar künftig, wenn ich eine Datei freigebe, dann kriegt ja derjenige, dem ich die Datei freigebe, entsprechend eine Mail. Und bis jetzt war das so, dass der Absender von der Mail dann nicht ich war, sondern noreply@sharepointonline.com. Und das ist natürlich immer etwas unschön, weil das verstehen jetzt die technikaffinen User, aber jemand, wo jetzt da vielleicht nicht ganz so tief in der Materie drinsteckt, der denkt dann eher, das Ganze ist Spam oder sonst irgendwas oder klickt auf Antworten und kriegt dann einen Fehler zurück oder so. Microsoft versucht dieses Problem jetzt gerade zu beheben. Also sprich, wenn ich jetzt von meinem OneDrive for Business eine Datei Ihnen freigebe, dann steht da wirklich als Absender dann auch drin t-meyer@office365akademie.de zum Beispiel. Also soweit ganz sinnvolle Neuerung, was auf uns da zukommt. Dann gibt es eine Zugriffsstatistik für meine Dateien auf OneDrive. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Datei nehme und diese über OneDrive for Business freigebe, dann kann ich auch gucken, hat die denn überhaupt mal jemand angeguckt, hat jemand interagiert mit der Datei, wie viele Zuschauer hatte ich da, hat sie jemand bearbeitet und so weiter. Also sprich so eine Art Nutzungsüberwachung für meine Dateien, was vielleicht ganz interessant ist, vor allem wenn ich nach einem Vortrag oder nach irgendeiner Messe oder so Dateien freigebe, dass ich da auch mal gucken kann, okay, wie viele Leute haben jetzt da überhaupt zugegriffen auf diese Dateien. Bei Power BI tut sich auch ständig was. Jetzt eine Funktion, die man wirklich den Einstieg in Power BI auch erleichtert. Und zwar, wenn Sie in OneDrive oder in SharePoint eine Excel-Datei haben mit entsprechenden Daten drin, dann können Sie die nicht nur in Excel Online und Excel öffnen, sondern Sie können die auch direkt jetzt in Power BI öffnen. Das macht das Ganze natürlich soweit ein Stück einfacher und auch zugänglicher für einige der Nutzer, dass man wirklich sagen kann, okay, ich gucke einfach mal, was steckt da drin, was kann ich da dann machen und kann dann da direkt mit meinen Daten in meine Excel-Datei irgendwelche Visualisierungen mir drauflegen und kann dann da direkt was tun. Also soweit ganz interessant, einfach um die Hürde da etwas zu nehmen, das Tool zu nutzen. Bisher ging das natürlich auch, da musste ich eben zu Power BI hingehen und dann eine Datenquelle einbinden und da dann die Excel-Datei entsprechend öffnen. Also sprich, über Umwege konnte ich das natürlich auch erreichen, aber jetzt direkt hier mit eingebunden. Security und Compliance, da gab es eine Empfehlung, ein ganz interessanter Blogbeitrag vom Raphael Kölner. Raphael Kölner ist Jurist und beschäftigt sich auch immer mit diesen Security-Themen und er hat jetzt ein Security und Compliance-Kit entsprechend empfohlen, das es da gibt. Also wer sich da in die Richtung informieren möchte, eine ganze Sammlung an Unterlagen und Informationen zu dem ganzen Thema. Ich habe auch das entsprechend unten rein verlinkt. Beim SharePoint gibt es jetzt ein neues Tool, aber nicht ganz von Microsoft, aber zumindest von Microsoft auch mit empfohlen und unterstützt.
Und zwar zur Spaltenformatierung. Seit dem Modern UI ist es ja möglich, dass ich meine Spalten formatiere. Wir sehen das hier auf dem Screenshot. Dass ich zum Beispiel mir so Diagramme, Mini-Diagramme anzeigen lasse, Sparklines in Excel genannt, oder dass ich mir eine bedingte Formatierung darüber lege, dass wenn was erledigt ist, dann wird es grün und wenn es noch nicht erledigt ist, dann bleibt es rot oder so. Und genau diese Funktionalität kann ich über die Spaltenformatierung machen. Problem da dabei ist jetzt nur, dass wenn ich das machen möchte in SharePoint, dann sieht man das unten links auf dem Screenshot. Das hört sich zuerst mal gut an, aber er macht mir dann eigentlich nur eine Textbox auf. Und in diese Textbox muss ich dann tatsächlich Code eintragen. Und muss ihn mehr oder weniger per Code verständlich machen, was ich jetzt da für Formatierungen haben will. Diejenigen, die etwas in der Programmierung da unterwegs sind, für die ist das vielleicht unproblematisch, für den normalen Nutzer schon problematisch. Und jetzt gibt's hier ein Spaltenformatierungstoolkit, wo man sich runterladen kann auf GitHub. Wer da halt mal experimentieren möchte, ich habe den Link entsprechend reinkopiert. Da kann ich jetzt tatsächlich hingehen und mir meine Einstellung machen. Da gibt es auch einige Vorlagen. Und dann wirft mir dieses Tool dann einen Code aus. Und den Code kann ich dann einfach kopieren und in SharePoint dann einfügen. Und somit wird dann meine Spalte auch richtig formatiert, ohne dass ich jetzt selber da ewig rumcode und da was mache. Also, wenn jemand da Interesse hat, einfach mal einen Blick drauf werfen. Es wird hier keine Änderung am SharePoint vorgenommen, sondern tatsächlich nur der Code generiert, den ich dann da rein kopiere. Also, ich brauche keine App installieren, ich brauche auch sonst nichts an meinem SharePoint ändern. Die Inhalt- und Strukturansicht, das war so der Windows-Datei-Explorer für SharePoint. Da konnte ich mir relativ schnell einen Überblick verschaffen, was denn alles auf meinem SharePoint so passiert, welche Sites und Subsites da sind, welche Bibliotheken und Apps da sind und so weiter. Nur wurde dieses Teil, diese Inhalt- und Strukturansicht eigentlich nie wieder aktualisiert nach SharePoint 2007. Das sieht man auch heute noch. Heute ist das Teil immer noch erreichbar über die Website-Einstellungen. Sobald ich die Veröffentlichungs-Features aktiviert habe, also Publishing-Features, dann habe ich die Inhalt- und Strukturansicht und die sieht auch heute noch genauso aus wie 2007. Jetzt hat Microsoft angekündigt, dass dieses Ding abgekündigt wird und im September 2018 entsprechend abgeschalten wird. Ein Wunsch, den viele schon relativ lange hatten, die aufwendigere Intranets oder Wikis vor allem gebaut haben, ist das Thema Metadaten für Seiten. Also man stellt sich jetzt vor, ich habe ein Wiki mir aufgebaut und da sind irgendwie 40, 50, 60 Seiten drin mit verschiedenen Informationen. Und jetzt war bisher das Problem, dass ich diese Seiten dann ja irgendwie organisieren musste. Und ich konnte diesen Seiten dann Metadaten geben, das war soweit unproblematisch, das konnte ich in der Bibliothek auch tun, wo diese Wiki- oder Website-Seiten liegen. Aber auf der Seite selber, wenn ich da drauf war, dann konnte ich diese Metadaten nicht sehen. Also sprich, ich habe die ganz prima zugewiesen, irgendwie irgendeiner Abteilung, irgendeinem Vorgang, irgendeinem Produkt. Aber wenn ich dann auf der Seite selber war, dann hat mir das nichts genutzt, weil ich konnte die Information nicht sehen. Ausnahme war da die unternehmensweite Wiki, was ich als eigenes Template einbinden konnte. Da habe ich eine Verschlagwortung gehabt, ansonsten nicht. Jetzt haben wir Metadaten für Seiten. Wir sehen das auf dem linken Screenshot. Da habe ich jetzt eine Seite, die heißt Amsterdam. Und diese Amsterdam-Seite, die hat jetzt Metadaten. Und die kann ich jetzt auch tatsächlich direkt auf der Seite bearbeiten bei den Seiteneinstellungen oder Seitendetails und kann dann zum Beispiel sagen, okay, diese Seite Amsterdam, die gehört zu Europa und das Ganze ist eine Stadt und so weiter und kann da eine Verschlagwortung machen und dem diese Seite da Informationen anheften. Also ganz sinnvolle und elementare Funktion,
dass ich das jetzt tun kann. Dazu gehe ich einfach in die Website-Seiten rein. Also sprich, es gibt in jeder SharePoint-Site eine Bibliothek, die nennt sich Website-Seiten. Und die kann ich öffnen und da richte ich mir meine Spalten dann ein und dann stehen die mir zur Verfügung. Dann haben wir ein Seitendiagnose-Tool, was Microsoft auf der Tech-Community empfiehlt. Das hört sich jetzt besser an, wie es eigentlich ist. Da kann ich prüfen, wenn meine SharePoint-Seite langsam ist, warum sie denn langsam ist. In der Regel liegt es dann dran, dass ich riesige Bilder da drauf habe oder dass ich irgendwie 20 Webparts drauf habe, wo alle geschlossen sind. Also die sieht man dann nicht, aber hier kann ich das tatsächlich untersuchen lassen. Allerdings handelt es sich bei diesem Tool nicht um ein Tool, welches ich im SharePoint installiere, sondern das Tool, das läuft auf meinem Client und es gibt im Moment nur für Chrome. Das ist natürlich insoweit etwas überraschend, dass Microsoft ja selber Browser hat. Für die gibt es das im Moment nicht, aber für Chrome gibt es dieses Seitendiagnose-Tool. Wer da Probleme hat mit langsamen Seiten, kann da vielleicht mal drauf gucken. Unten links der Link zur Tech-Community-Seite. Kommen wir zu Stream, der Videoplattform in Office 365. Stream lässt sich hier jetzt schöner integrieren in Teams und auch in SharePoint. Ich habe zwei Screenshots dabei. Man sieht jetzt hier, ich kann jetzt direkt auf meine Kanäle hier verweisen und die mir entsprechend einbinden. Auch da ein Link zur Tech-Community, wo das Ganze nochmal beschrieben wird und mit einem Video entsprechend mal gezeigt wird, wie das aussieht. Und hier dann der zweite Screenshot, wie das mir bei mir in SharePoint aussehen könnte, wenn ich da meine Kanäle aus Stream entsprechend einbinde. Also soweit ganz sinnvoll. Die Funktionalität einfach, dass ich diesen Content, der wo in Stream drinsteckt, auch da präsentieren kann, wo meine Nutzer unterwegs sind und die sind in der Regel nicht in Stream, sondern vielleicht in SharePoint oder Teams unterwegs. Dann kommen wir zum heute größten Bereich und zwar zu Teams. Da arbeitet Microsoft am fleißigsten dran. Hier war noch eine Info drin, die hatte ich ganz am Anfang, also vor 4 Wochen, wo ich die News-Sendung angefangen habe, zusammenzustellen. Dann habe ich begonnen, da fange ich immer an, Informationen zu sammeln. Und hier war noch die Information drin, dass die Transkription von aufgezeichneten Besprechungen trotz fehlendem E5-Plan funktioniert. Das hat sich dann insoweit aufgeklärt, warum das funktioniert, weil eben jetzt nicht mehr der Streamplan 2 erforderlich ist, was ich am Anfang erklärt habe, sondern der Streamplan 1 jetzt ausreicht und der Plan 1 steckt in E3 eben mit drin. Und wir sehen hier das Ergebnis, was ich da kriege. Auf der rechten Seite die Transkription, wo er versucht, mein Gespräch entsprechend in Text zum anzuzeigen. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass er das den Personen zuordnet. Das Ganze ist jetzt bei mir passiert, als ich eine Besprechung in Teams aufgenommen habe. Wenn ich die aufnehme, landet es nicht mehr wie früher bei Skype for Business. Da gab es auch die Aufnahmefunktion, die landet dann aber bei mir lokal auf dem PC. Da hat mein PC diese ganze Aufnahme gemanagt und gemacht. Jetzt ist es so, dass das im Hintergrund läuft. Und wenn ich nachher meine Aufzeichnung hier beende, wenn die Besprechung rum ist, dann landet dieser Content, also dieses ganze Video direkt im Stream und ich kann es dann von da runterladen. Und genauso sind wir auch hier entsprechend vorgegangen. Dann wollte ich ebenfalls für heute schon eine neue Funktion nutzen, hat aber bei mir noch nicht geklappt, und zwar das Live-Ereignis. Besprechungen in Microsoft Teams sind limitiert auf eine gewisse Anzahl von Nutzern und die haben einige Eigenheiten, die sich jetzt vielleicht nicht gerade eignen für so eine Sendung wie diese hier. Zum Beispiel muss ich manuell die Teilnehmer stumm schalten und sie können sich jederzeit aber die Stummschaltung aufheben und könnten jetzt dann hier einfach was reinreden oder sie können ihr Video entsprechend freischalten und dann sieht man sie und jeder andere sieht auch die Namen der anderen Teilnehmer, soweit derjenige die eingetippt hat. Also sprich, perfekt für eine Besprechung, aber nicht so toll,
für so Webinare oder einfach Live-Ereignisse. Bisher gab es da als Lösung Skype Broadcast. Skype Broadcast konnte ich dann wirklich einen Link generieren, wo ich verteilen konnte. Die Leute konnten dann ohne Anmeldung auf den Link klicken, kamen dann in einen Skype-Raum rein, brauchten auch Skype nicht installiert haben, konnten sich dann mit Fragen beteiligen und konnten dann einer Show oder einem Event entsprechend nachfolgen und konnten da zugucken. Und es war eben gegeben, dass nur die Autoren oder Redakteure oder die Referenten von der Besprechung entsprechend da aktiv sein konnten und was freigeben konnten und entsprechend Inhalte teilen konnten und auch reinreden konnten. Und das andere, die nur den normalen Link hatten, die konnten sich daran nicht beteiligen. Und was noch besonders ist, ich kann da bis zu 10.000 Teilnehmer drüber entsprechend abbilden. Und was wir jetzt hier haben, das Live-Ereignis, das wird der Nachfolger von Skype Broadcast. Also sprich, darüber lässt sich jetzt auch so ein Live-Event generieren. Dann habe ich da einen Link und den Link kann ich dann verteilen und die Leute können dann da entsprechend an diesem Live-Event teilnehmen. Was ich da zusätzlich machen kann, ist, dass ich mit sogenannten Streaming-Tools mich noch verbinde zu diesem Live-Event. Also sprich, wenn ich jetzt da zum Beispiel 2 oder 3 Kameras habe und mehr Videospuren, dann kann ich das, da gibt es spezielle Programme dafür, wo ich das dann managen kann, welche Kamera gerade zum Sehen ist. Und das kann ich dann mit so einem Live-Ereignis verbinden und kann da wirklich professionelle Sachen auch damit machen. An was es bei mir jetzt gehakt hat, warum wir es dieses Mal noch nicht genutzt haben, aber vielleicht dann nächstes Mal in der nächsten News-Sendung im August. Ich konnte es für Personen und Gruppen machen, da muss ich aber die Leute eintragen, also schlecht, oder organisationsweit, dann können aber nur meine Kollegen teilnehmen, oder öffentlich. Und das öffentlich war bei mir noch deaktiviert. Ich habe dann auch einen Schalter gefunden in der PowerShell, wo man das aktivieren konnte. Über die Benutzeroberfläche ging es aber noch nicht. Also sprich, im Moment kann ich das bloß innerhalb des Unternehmens machen, was natürlich wenig bringt. Ich informiere euch aber, wenn es da Neuerungen gibt und wenn man dann darauf zugreifen kann und wenn das dann funktioniert, kriegt ihr es auf jeden Fall mit, weil ich werde die Funktion dann für die News-Sendung auch nutzen. Microsoft Teams wird kostenlos. Bis zu 300 Nutzer können Sie kostenlos mit Microsoft Teams organisieren. Sie kriegen da 10 GB Speicherplatz mit hinten dran. Sie können Besprechungen abhalten. Wenn Sie jetzt da was im Verein, in Ihrem Club, in irgendeiner Gemeinschaft, Arbeitskreis machen möchten, dann können Sie Microsoft Teams hier einfach freischalten und nutzen. Im Hintergrund entsteht da so ein verborgener Office 365 Tenant, aber Sie sehen nur das Team, wo Sie angelegt haben, können da eben bis zu 300 Leute einladen. Ich habe unten die Links angegeben, wo es die Übersicht gibt, was dieses kostenlose Team von den Bezahlteams unterscheidet, die Sie im Unternehmen haben. Und kann man auf jeden Fall mal nutzen, ist ganz viel Funktionalität mit drin, auch die Integration von anderen Apps, also sowas wie Evernote und Trello und so kann ich mir dann da einbinden in mein Team, funktioniert alles. Jede Person, die ich einlade, kriegt auch noch 2 GB speziell eigenen Speicher zur Verfügung. Also soweit eine schöne Sache, kostenlos kann man mal ausprobieren. Dann gibt es für Teams neue Tastenkombinationen, hier bloß ganz kurz, unten der Link, wo Sie die Tastenkombinationen finden. Wer da gern damit arbeitet, kann da mal drauf gucken. Künftig kann ich einem Team auch mit einem Code beitreten. Bisher war es ja so, dass ich, wenn ich ein Team erstellt habe oder ich bin Besitzer von einem Team, dann musste ich die Leute namentlich entsprechend einladen. Jetzt kann es aber ja sein, dass ich in meinem Unternehmen gar nicht weiß, wer alles an dem Thema interessiert ist oder wer da mitmachen möchte. Und dann könnte ich jetzt natürlich einen Code generieren, den ich dann zum Beispiel irgendwo in eine Yammer-Gruppe poste oder mal in irgendein Marketing-Newsletter reinschreibe, wo meine ganzen Marketing-interessierten Leute dabei sind. Und die dann interessiert sind, die können dann beitreten. Soweit ganz nette Funktion. Ich wollte testen,
Der Screenshot stammt auch aus meinem Tenant, also das ist soweit vorhanden. Was da alles Problem war, ich konnte keinen Code generieren für ein bestehendes Team. Also sprich, das wird wohl im Moment noch ausgerollt bei mir. Hier wird schon beschrieben, ich habe die Beschreibung extra per Screenshot noch mit reingenommen. Beitreten könnte ich einem Team mit einem Code, aber wie gesagt, generieren konnte ich ihn noch nicht. Ich denke, dass das die nächsten Tage dann nachgeliefert wird. Nicht stören. Wie man das aus Skype for Business kennt, kann ich ja meinen Status in Teams und in Skype for Business auf nicht stören stellen. Das bedeutet in der Regel, dass ich dann keine Anrufe empfangen kann, beziehungsweise mich dann auch niemand anquatschen kann. Jetzt gibt es natürlich Situationen, wo ich das gerne einschalten würde, aber vielleicht für ein oder zwei bestimmte Personen, die würde ich gerne ausnehmen von dieser Regel. Und genau diese Funktion gibt's jetzt, die ist versteckt unter den Einstellungen. Also wenn ich oben auf den Kopf klicke, wo ich oben rechts in Teams meinen eigenen Kopf sehe, mein Profilbild und dann auf Einstellungen und dann gehe ich auf Datenschutz, dann kann ich hier den bevorzugten Zugriff verwalten und da kann ich jetzt zum Beispiel meinen Kollege, meine Sekretärin, wen auch immer eintragen und für die gilt dann dieser Nicht-Stören-Status eben nicht, also sprich, die können dann trotzdem einen Anruf für mich weiter verbinden oder mir reinstellen. Videodaten lassen sich nun auch in Teams bearbeiten, also sprich, ich kann mir jetzt auch Videodateien hier in Teams reinholen und kann an denen arbeiten. Da gab es gleich drei verschiedene Artikel von Microsoft dazu, also das war wohl eine recht spannende Neuerung für die, dass sie es gleich dreimal beschrieben haben. Hier ein Screenshot, wo ich sehe, hier eine Videodatei, die ich hier eingebunden habe und daran kann ich jetzt auf Editieren klicken oder auf Bearbeiten im Deutschen und kann dann an meiner Videodatei direkt losarbeiten. Dann gibt es noch eine Reihe von neuen Apps für Microsoft Teams, zum Beispiel Yell oder Gel, Zoho, Project und so weiter, also viele für mich jetzt relativ unbekannte Namen. Wer da noch auf der Suche nach Apps ist, die er dann einbinden möchte oder Drittanbieter-Tools, der sollte jetzt die nächsten Tage mal nochmal die Liste prüfen, was da alles drin ist. Vielleicht taucht da jetzt der Anbieter auf, den ihr haben wollt. Bekanntere Dienste wie Trello und so sind ja schon lange in Teams integrierbar, aber jetzt, wie gesagt, einige neue dazugekommen. Bots können künftig auch mit Dateien umgehen. Ich kann in Teams ja virtuelle Bots integrieren, also sprich so ein Chat-Roboter, mit dem ich dann hin und her schreiben kann. Und bisher konnte mir der nur antworten mit Text und jetzt kann er aber mir auch direkt eine Datei zuschicken. Also zum Beispiel, wenn Sie jetzt einen internen Chatbot einrichten, wo Sie sagen, okay, dieser Chatbot, der kann interne Fragen beantworten und jetzt schreibt jemand diesen Chatbot an und sagt, hey, wo finde ich denn die Fahrtkostenabrechnung? Dann muss der Chatbot nicht nur antworten, ja, geh mal auf den SharePoint und guck da und danach und hier ist der Link, sondern er könnte jetzt auch direkt die Datei entsprechend mit ausliefern und kann sagen, hier, ich schicke dir die Fahrtkostenabrechnung, das Formular direkt als Datei mit in den Chatverlauf mit rein. Ganz interessant, Microsoft entwickelt da unheimlich viel. Schauen wir mal, was daraus wird und was da für produktive Geschichten dann daraus entstehen können. Ich kann jetzt Teams auch archivieren. Eine Funktion, die man bisher über Workarounds gelöst hat, von wegen alle Nutzer aus dem Team rauswerfen, nur einen Funktionsnutzer drin lassen oder irgendjemand, der dann für die Verwaltung von Alt-Teams zuständig war und so. Jetzt gibt es eine Funktion, wo ich tatsächlich ein Team archivieren kann. Ich kann das anklicken, dann werden Gespräche und Dateien schreibgeschützt von diesem Team. Man findet aber die Inhalte alle noch über die Suche. Man kann auch das Team noch als Favorit entsprechend mit
drin haben und ich kann die Archivierung auch ganz einfach wieder zurücknehmen, wenn jetzt doch nochmal da losdiskutiert werden muss, dann funktioniert auch das. Also sprich, ist nicht unumkehrbar. Schauen wir mal, wie gut diese Funktion dann tatsächlich umgesetzt ist. Ich habe schon mehrere Quellen entsprechend dazu gelesen. Der Raphael Köllner hat sich mit dem Thema auch beschäftigt. Unten links auch der Link dazu von ihm. So wie ich mitgekriegt habe, bezieht sich das wirklich auf die Gespräche und Dateien in dem Team. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Plan aus Planner oder ein Notizbuch aus Evernote oder so eingebunden habe, dann schlägt sich das natürlich da nicht durch. Also sprich, an dem Notizbuch, das in Evernote liegt, das interessiert es recht wenig, wenn ich mein Team hier archiviert habe. Da gibt es wohl keine Schnittstelle dann da dazu, dass dieses Notizbuch dann auch gesperrt wird. Also muss man sich für seinen eigenen Fall tatsächlich mal angucken, ob die Funktionalität dann auch ausreicht und das erfüllt, was ich da wirklich damit machen möchte. Dann ist Teams für das Surface Hub nun verfügbar. Im Moment nur für Teilnehmer vom Insider-Programm, aber demnächst dann auch für alle anderen, wo ich dann auf dem Surface Hub, das Surface Hub ist ein Videokonferenzsystem von Microsoft, sieht aus wie ein Fernseher mit Touch-Funktion und an dem kann ich dann arbeiten und kann da eben direkt in Microsoft Teams dann arbeiten. Und da gibt es dann eine spezielle Version dafür, wurde hier getwittert vom Microsoft Teams Team von Microsoft. Dann kriegen wir auch in Teams wie in OneNote, was wir vorher angesprochen haben, eine Übersetzungsfunktion mit rein, und zwar Inline-Nachrichtenübersetzung. Also sprich, wo ich dann wirklich sagen kann, wenn ich was reintippe und ich chatte da mit jemand im Extremfall aus China, dann kriege ich aber meine Nachrichten tatsächlich trotzdem in Deutsch übersetzt. Ich denke, soweit das etwas unverfängliche Unterhaltungen sind, kann ich das wohl bestimmt ganz gut nutzen. Vertragsverhandlungen würde ich jetzt darüber vielleicht nicht führen. Muss man mal gucken, wie gut da die Übersetzung dann funktioniert. SharePoint 360, Wolfgang Niedl hat noch einen ganz interessanten Beitrag verfasst, und zwar Probleme, wenn eine Gruppe in ein Team umgewandelt wird. Und zwar propagiert es Microsoft gerne, dass man bestehende SharePoints oder bestehende Gruppen einfach umwandeln kann in ein Team. Allerdings hat SharePoint360.de jetzt aufgedeckt, dass es da doch ein paar Probleme da dabei gibt. Also zum Beispiel zeigt Teams dann bestehende Dokumentenablagen nicht an. Man muss die dann manuell noch dazufügen. Der Dateienreiter ist dann nicht automatisch die Dateiablage. Bestehende OneNote-Inhalt wird zum Teil nicht angezeigt. Auch das muss ich dann manuell nachher einbinden. Bestehende Pläne aus Planner kann ich da zum Teil gar nicht erreichen. Also ein paar so Feinheiten, wo man sich überlegen muss, ob man diesen Weg gehen möchte oder wirklich komplett neu, ein sauberes neues Team entsprechend anlegen möchte. Die Evernote-Integration für Microsoft Teams wurde verbessert. Wer also nicht auf OneNote setzt, sondern auf Evernote, kann das Ganze mal noch angucken. Hier auch zwei Beiträge zu diesem Thema. Dann kommen wir noch zu Microsoft To-Do. Bei To-Do gibt es eine neue Ansicht. Wichtig nennt sich die. Und bei der Ansicht kann ich dann meine Aufgaben direkt, die ich als wichtig markiert habe, entsprechend sehen und sehe die dann direkt hier hervorgehoben. Martin Geuss von Dr. Windows hat das Ganze gesehen. In meinem Tenant war es tatsächlich noch nicht drin, darum habe ich seinen Screenshot hier verwendet und auch natürlich die Quelle genannt. Ihr könnt mal schauen, ob die Funktion bei euch entsprechend schon da ist. Und es wird künftig ein dunkles Design geben für Microsoft To-Do. Da gibt sich Microsoft auch unheimlich viel Mühe. Also anscheinend gibt es einen doch recht großen Kreis an Nutzern, denen das wichtig ist. Hier der Beitrag von windowsarea.de.
Die Apps von To-Do können künftig routinemäßige Erinnerungen beinhalten. Da muss man dazu wissen, normalerweise lege ich eine Erinnerung pro Aufgabe fest. Also sprich, ich sage jetzt Blumen gießen und dafür möchte ich erinnert werden. Die routinemäßige Erinnerung, die sagt eher, okay, ich habe jetzt hier mein Microsoft To-Do und da sind meine Aufgaben drin und jetzt muss ich natürlich, damit ich die Aufgaben erledigen kann, ab und zu in To-Do reingucken und damit ich das nicht vergesse, zum Beispiel täglich mal die App zu öffnen und da mal rein zum Gucken, für diesen Fall sind routinemäßige Erinnerungen da. Auch das hier vom Dr. Windows Martin Geuss, der das hier berichtet. Gut, dann sind wir soweit am Ende unserer heutigen News-Sendung. Der nächste Termin dann im August. Ich hoffe, es hat technisch alles geklappt. Ich bin jetzt noch im Chat die nächsten Minuten erreichbar. Wenn Sie da noch was haben, können Sie da gerne reinschreiben. Ansonsten viel Spaß mit Office 365 und bis zum nächsten Mal. Servus, tschüss!